Ja, hallihallo allerseits, hier ist wieder eure liebe Roman. In der letzten Folge haben wir zusammen unser Skript ja soweit vorbereitet. Das heißt, wir haben ja unsere Verzeichnisse, wir haben unsere drei Dateien erstellt, wo wir halt unsere Bibliothek quasi haben. Hier unser H, wo unser Includes und Bibliothek sein wird, falls wir irgendwelche Settings setzen. Dazu kommen wir noch später, was ich damit meine. Dann haben wir unser Verzeichnis, wo unsere Files im Endeffekt drin sind, also unser Rico Vogue-Files Names. So, ja, ups, Vogue, ja, das ist im Endeffekt unser Rico-Verzeichnis, damit unser Programm weiß, wo der was suchen soll. Das schreiben wir uns alle da oben hin. Und bei Main Hand, da mache ich jetzt mal auch das gleiche nochmal. Betrifft im Endeffekt beide Sachen. So, einfach ein Header oben drauf, damit wir da ungefähr wissen, um was da geht. Ja, Syntax und so weiter, das machen wir dann auch gleich. Dazu kommen wir jetzt. So, jetzt können wir theoretisch, also Version haben wir, alles wunderbar, läuft. Jetzt unser Include, läuft. Jetzt könnten wir natürlich theoretisch jetzt auch schon loslegen und anfangen, irgendetwas zu programmieren. Ja, könnten wir machen, werden wir aber nicht. Warum nicht? Fragt ihr euch jetzt bestimmt. Ich will jetzt unbedingt programmieren. Ja, wir werden gleich programmieren. Aber dazu muss ich euch ein kleiner Schwenker aus meinem Leben zeigen. Und zwar, als allererste ist ja so, dass wir natürlich schon durch die Module hier, ja, dadurch, dass wir hier so Main reingemacht haben, dadurch, dass wir natürlich hier so ein bisschen Strukturen reingemacht haben, ja, ist das ja alles schon schön dotiert und super. Ja, auch hier die Pfade, alles gut. Jetzt ist ja so, dass wir natürlich jetzt, wir haben das Projekt gestartet. Jetzt habe ich jetzt mal so 3-4 Wochen in das Land gegangen. Wir waren in Urlaub, war es schön auf Mallorca oder wo auch immer. Oder in tiefsten Bayern oder in Norden. Ich will ja keinen hier, ne? Also Deutschland ist schön, versuche es. Okay, auf was ich hinaus will, ist einfach, dass wir nachhinein, wenn wir hier unser Code angucken, und der kann ja hier ein bisschen länger sein zum Schluss. Ja, dann haben wir ein Problem, wieder in unseren Quellcode reinzukommen. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass wir uns hier natürlich schön immer Erklärungen machen, was ist. Das ist soweit schon in Ordnung. Deshalb habe ich ja das ja auch hier aufgegliedert, damit man halt dann weiß, was es ist. Ja, schön, wunderbar. Jetzt ist aber so, dass ich auch hier rechts die Strukturbaum habe. Da ist momentan jetzt nur unsere Main-Funktion, sonst gar nichts. Und es ist ja so, dass ich nachhinein dann halt hier mehrere Sachen eventuell haben werde. Und die müsste ich ja irgendwo auch hier wieder finden und suchen. Jetzt ist ja so, dass ich zwar hier rechts, also hier zwar eine Beschreibung reinmachen kann, aber hier rechts in unseren Code-Jumper keine Beschreibung finde. Das heißt, es weiß, dass es hier die Main. Gut, die Main ist ja jetzt kein Problem. Das ist ja nicht schlimm. Jetzt zeige ich euch aber der Quellcode von meinem Kaboom, was ihr auch schon gesehen habt. Wo ist er denn? Da habe ich doch eigentlich vorher in der Hand gehabt. Da. Das ist unser Spiel, was wir zusammen im 2D-Bereich gemacht haben. Ja. Das sieht natürlich schon, ihr seht es, ein bisschen unordentlicher aus, obwohl ich auch hier mir Mühe gegeben habe, das einigermaßen ordentlich zu machen. Aber ihr seht es, es ist doch schon ein bisschen durcheinander. Also gut, hier Panels, da habe ich halt mein P vorne dran. Okay, das kann man natürlich schon so ein bisschen reinmachen hier. Bitmaps, dann weiß man, okay, das ist ein Bitmap. Ach, ist auch alles so gut. Wenn ich aber hier rechts in den Jumper gehe, da, ich mache das jetzt mal ein bisschen breiter hier, so, ja, da ist unser Code-Jumper, also da sehe ich natürlich, welche Aktionen ich habe, ja,
Also ich weiß jetzt, mein Boss, mein Bullet, mein Expo, mein Flamen und so weiter. Da habe ich mein Rocket zum Beispiel und mein Missile und mein Minen. Ja, das ist soweit schön und gut, aber da unten wird ja auch schon dann ein bisschen unübersichtlicher. Ja, also hier habe ich natürlich einmal hier auch einmal Prozedur mit hier mit P geschrieben und einmal Funktion mit Main geschrieben. Dann wieder hier einfach ohne was. Hier steht ja Default. Ja, und da steht wieder ohne was. Da steht Autotarget der Corona. Also, ihr seht es ja, ich kann hier anhand den Codes nicht direkt zuordnen, wo ich bin. Genauso wie bei WAS. Also, hier, wenn ich in der WAS zugucke, ja, dann sehe ich zwar Konter, Doppel, Escape, Missile Reload Time, mein Volumen und so weiter, aber so richtig kann ich das nicht wirklich zuordnen. Es ist zwar. Dadurch, dass der Code einigermaßen klein ist, ja, hier auch bei Bitmaps, habe ich auch zum Beispiel Bitmap 1, dann Bitmap Raster, bisschen Balken. Mein Katze macht immer noch Radar da draußen. Ist unglaublich. Ihr seht es, es ist alles halt eben nicht alles in einen Stil gemacht. Ne? Also auch hier Fonts, gut, weil Fonts ist jetzt nicht so schlimm, aber hier auch bei Zones zum Beispiel ist ja nicht in einen Stil gemacht. 3D Game Studio ist ja so nett und erkennt ja schon mal hier anhand des, was hier vorne steht, also alles, was hier vorne steht, erkennt er, ob es jetzt hier sich um einen Pointer, eine Funktion, einen Zone oder ein Panel handelt. Das macht er natürlich, ja. Aber wenn wir ja hier drin sind, in unserem Normalcode, das machen wir wieder zurück, so. Wenn wir in unserem Normalcode sind, dann weiß ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich irgendwo jetzt zum Beispiel reingehe, suche jetzt mal irgendwo da drin, zum Beispiel hier. Ja, okay, in unserem Fall steht das ja sogar hier drin, das ist der Musik-Handle, also auch im Endeffekt der Pointer. Aber sonst wusste ich jetzt auch nicht, was das ist. Oder hier das da. Gut. Das habe ich sogar fast richtig gemacht. Da habe ich nämlich ein T gemacht. Das heißt, es weiß, dass es ein Textdokument ist. Und so weiter, ja. Aber anhand diesen Namen hier kann ich erkennen, oder hier den Vor-Präfix nennt sich das, kann ich erkennen, oder hier das kleine P, kann ich erkennen, dass das ein Panel ist. Hier wiederum kann ich nicht erkennen, was es ist. Ja, also wenn ich hier auf Missile gehe, dann weiß ich zwar, dass es irgendetwas mit Zahlen zu tun hat, weil ich hier das sehe, aber ich weiß es nicht. Ist es ein Integer, ist es ein Var oder ist es ein Float-Zahl, ist es ein Double, Long-Integer oder sonst irgendwas. Das weiß ich einfach nicht. Das kann ich so nicht sehen. Und um das halt eben einigermaßen unter einen Hut zu bringen, gibt es ja die Namenkonvention, nennt sich das. Ihr werdet es finden, wenn ihr einfach F1 aufruft, dann hier untersuche, da oben, untersuche. Namenskonvention eingibt und dann Enter drückt. Dann landet ihr auf zwei Dingen. Einmal Textwindows und einmal Präferenz Skript. Wenn ihr dahin klickt, habt ihr dann auch hier schon Sachen. Da steht halt in Endeffekt Remote Texturen. Ja, und hier steht auch Texturenname, Wetterdatei und hier steht auch 15 Buchstaben, bla bla bla. Näheres erfahren Sie zur Namenkonvention. Ja? Gut, also muss ich dahin klicken. Und das ist nämlich das, was wir brauchen. Da steht nämlich so Informationen, wie ein Programm quasi aufgebaut ist oder wie der Quellcode optisch aufgebaut ist. Und zwar hauptsächlich geht es mir um diesen Bereich hier. Da die Namenkonvention bei den Namen mit Light C gibt es halt eben die Unterschied zwischen Klein- und Großschreiben. Ja. Damit der Code lesbar wird, empfehlen wir Namenkonvention zum Benutzen von Variable-Objekte. Ja, Schreibweise Define in Großbuchstaben, lokale Variable sowie Engine-Template in Kleinbuchstaben mit einem Main-Variable als Unterschied. Für globale Variable mit dem Typ-Prefix mit gemischten Groß-Kleinschreibungen, also wie zum Beispiel hier Main-Variable. Und hier ist so ein Beispiel. Also das, was Sie sich vorstellen, das heißt, alles, was ein Variable ist, wird mit Main und ein
Trotzdem erst der Buchstabe und dann Variabel. Also der Variabelname hier kann natürlich etwas anders heißen, aber vorne dieses Mai. Oder halt eben bei Long oder normalen Integerzahlen vorne ein kleines I. Bei Charakter halt eben ein CSR und so weiter, ja. Ihr kennt es halt eben bei Bitmaps, ist da halt eben ein BMP vorne. Bei SON-Dateien ist es ein SND. Das heißt, wenn ich irgendetwas in Quellcode schreibe, also wenn ich jetzt zum Beispiel in mein Quellcode hier reingehe, das kann man jetzt mal hier zumachen. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendetwas schreibe, will ich jetzt zum Beispiel irgendetwas aufrufen, dann rufe ich zum Beispiel BMP Ship zum Beispiel. Ja, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel irgendetwas noch dazu schreiben, was allem dann nötig ist. Da weiß ich aber sofort, dass es um diesen Befehl sich ein Bilddatei um ein Bilddatei handelt, der halt eben das Schiff betrifft. Das weiß ich anhand hier sofort des Namens. Ne? Sehr schön. Und das wollen wir halt eben auch benutzen. Da gibt es natürlich auch einen Wikipedia-Link dazu. Was denn sonst? Und zwar, da gibt es nämlich hier den Namenkonvention-Teil, wenn er hier auch rüber gehen wird. So, da ist er auch schon. So, da steht halt eben die Namenskonvention oder Dateiverarbeitung, wie das halt eben aufgeschrieben wird. Auch hier gibt es zum Beispiel so Beispiele wie halt eben Int und dann Zahl, ja, für Integer oder halt eben LNG für Long Integer. SND, DBL und so weiter. Das sind natürlich andere Programmiersprache, deshalb gibt es halt eben andere Vortippen hier. Hauptsächlich tut sich das alles an den Namen Konvention handeln, und zwar es geht hauptsächlich, also es gibt mehrere Namenkonventionen, aber eine der bekanntesten ist hier die ungarische Notation. Ihr könnt euch das gerne angucken. Und das ist halt eben so dieses Teil, wie es halt eben, um was es hauptsächlich geht. Einmal ein Präfix, dann der Dateientipp und dann der Bezeichnung. Und das ist im Endeffekt das, was wir ja auch mehr oder weniger benutzen werden. Wie ihr das macht oder wie ihr die Namenkonvention erstellt, ist euch überlassen. Das ist es gibt keinen festgeschriebenen Teil. Es gibt halt, wie gesagt, die ungarische Notation, dann gibt es dann die polnische, was weiß ich was, Notation oder was. Es gibt verschiedene. Ihr müsst es ja auch nicht so benutzen, wie es hier ist. Ihr könnt es euch auch eigene herstellen. Ja, oder ihr benutzt halt die in der Hilfe hier steht. Ja, das ist die halt dem Light C vorschlägt, die man halt benutzen soll. Im Endeffekt werden wir auch diese Art benutzen. Ich habe mir halt einen eigenen Stil, da sage ich jetzt mal, gemacht. Ich selbst natürlich benutze meistens nicht, aber da wir ja diesmal auch richtig alles machen wollen, werden wir das auch benutzen. Zumindest versuche ich das, und ich sag euch schon jetzt, wird ab und zu wahrscheinlich es vergessen oder sowas gehen, aber ich hoffe, dass ich dann im nächsten Video oder halt den Code dann immer wieder ende, damit das natürlich auch richtig ist. Dazu habe ich natürlich mir etwas vorbereitet. Und zwar dazu gehe ich extra mal in die Datei hier in die H. Ich kann das auch hier in die WDL schreiben, das ist egal. Aber ich denke mal, dass wie die hier in der H ganz gut aufgehoben ist. Das ist egal. Ursprünglich hatte ich sie in der WDL-Datei. Aber ist ja eigentlich Wurst. So, als erstes gibt es die Namenkonvention, die ich mir vorgestellt habe. Und zwar gibt es hier das da. Das kopiere ich jetzt mal hier komplett raus. So, das ist die Namenkonvention. Ja, so sieht sie aus. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt erkläre ich euch das auch Ganze, wie das jetzt gemeint ist. Und zwar, als erstes ist ja so, dass ich soweit ja alles übernommen habe. Bis auf den Unterschied, dass ich Long als Doppel-I gemacht habe und entsprechend hier paar Sachen halt eben noch dazu gemacht habe, was ja in der Original nicht dabei ist. Also wenn wir jetzt die Originale uns angucken hier, so. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen größer, aber ihr seht es ja, soweit ist ja alles gleich.
Also ich habe in beiden Fällen Hallem War habe ich, Integer habe ich, wie gesagt, das da habe ich aufgeteilt in die zwei Dinge. Char, Short, Flow, Double ist geblieben, Vector ist geblieben, Color ist geblieben, String ist geblieben, Bitmaps ist geblieben, Sound ist geblieben, Text. Ah, ne, eigentlich habe ich alles komplett, sehe ich gerade. Also habe ich auch nichts dazu gemacht. Habe ich schon etwas dazu gemacht? Ne, habe ich ja nur aufgeteilt, okay? Gut. Okay, eins habe ich natürlich noch was gemacht, aber egal, das erkläre ich euch erst. Also ihr seht es ja, soweit ist ja das gleich. Was ich noch dazu gemacht habe, ist Area, die Areas, weil die waren mir jetzt nicht so konform, deshalb habe ich mir hier hinten als Suffix, also normalerweise gibt es ja zwei Varianten, es gibt den Prefix und den Suffix, das ist das, was hinten drin steht. Und ich habe mir gedacht, bei Area macht ja Sinn, dass ich hinten als Unterstrich nochmal ARL für Array hinmache, dass ich weiß, dass es halt eben ein Variable ist, die aus mehreren Variablen besteht. Einfach, um das sofort zu sehen. Und weil Area-Bereich, wie immer gegebenenfalls benutzen, auch 3D Game Studio benutzt Area-Variable, zum Beispiel in Vektoren oder sowas, könnt ihr auch drauf zugreifen. So, hier steht zum Beispiel, also hier gibt es ja halt den Speicher-Dimension-Konstrukt in eine Array. Ja, das sind im Endeffekt die Koordinaten, die ihr hier halt in den Vektoren drin hat. Ja, das ist ein Array im Endeffekt, die Vektoren. Das sind halt drei Zahlen folgen. Ihr könnt Vektoren halt entweder als, ich schweife jetzt hier ab, aber das will ich euch kurz mal erklären. Also wenn ich hier Vektor habe, zum Beispiel Vektor Test, so, mein lieber Test, ja, so. Und da kann ich ihn entweder drauf zugreifen, denn ich mache Vektor, also Vektor, also Test, ja, so, Test. Ist gleich, ist als Beispiel. Beziehungsweise eigentlich wäre ja richtig, wenn wir schon dabei sind, wäre eigentlich weg, set, Vektor und dann kommt ja theoretisch dann unser Vektor. Vektor 1,2,3 und dann ist das Schluss. So ist ja, so werden normalerweise Vektoren zugeordnet. Ja, so ist richtig, so, ja. Also so werden normalerweise die Vektoren zugeordnet, aber theoretisch könnte ich auch den Vektor so zuordnen, indem ich hingehe Vektor und dann sage ich hier Vektor 1 ist gleich 1. Ja? Und Vektor 2, also Test 2 ist gleich 2 und Test 3 ist gleich 3. Das würde theoretisch auch funktionieren, weil halt eben das auch ein, also diese Test im Endeffekt ein Array ist. Das heißt, er besteht aus drei verschiedene Variablen. Wobei das ist natürlich nicht richtig. Es fängt immer mit 0 an und endet mit dann der entsprechenden Zahl. Aber das nur, um mal halt eben euch Area näher zu bringen. Und das habe ich halt eben hier mir gedacht, das will ich extra sehen, damit ich sofort weiß, Vorsicht, da sind mehrere Variablen im Spiel, da muss ich aufpassen. Betrifft natürlich nicht unsere Vektoren, bei unseren Vektoren bleiben wir natürlich hier bei unseren normalen Vektoren, aber falls ich irgendwie Zusatzdinge irgendwo abspeichern will in Area, dann weiß ich, aha, Area, wunderbar. Dann haben wir noch hier und habe ich mir noch gedacht, dass ich hier entsprechend die Sachen zwischen also noch ein Prefix für unsere Module mache, beziehungsweise ich mache jetzt Schluss, das erkläre ich euch darauf, weil ich auch dann auch noch die Funktionen erkläre. Also in dem Sinne, merkt euch bis dahin, ja, bis hierhin. Das sind halt eben die Namenskonventionen, die wir benutzen werden. Und dann kommen wir dann halt eben auf die Besonderheit. In dem Sinne, happy coding, lernt viel fleißig, bis zum nächsten Mal.